Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werden wir wieder mal eine Lavalampe basteln. Allerdings braucht ihr dieses Mal keine Brausetablette. Als erstes brauchen wir wieder ein Glas und ein bisschen Wasser. Brauchen wir auch. Und einen Spieß zum Umrühren oder einen Löffel. Essig brauchen wir auch. Wir brauchen irgendein Öl und eine Pipette. Und Backpulver braucht ihr auch noch. Und Lebensmittelfarbe. Die Farbe ist egal. Einfach irgendeine Farbe nehmen, die ihr schön findet. Es sind auch Mischfarben erlaubt. Nun füllt ihr ein Viertel des Glases mit Wasser. Oder eben so viel, wie ihr halt haben wollt. Es darf aber nicht mehr sein als ein Viertel des Glases. Dann tut ihr eure Lebensmittelfarbe rein. Es geht auch normale Farbe, also es muss nicht Lebensmittelfarbe sein. Nun rührt ihr mit eurem Umrührstab oder eben mit eurem Löffel alles um, bis die Farbe sich aufgelöst hat. Nun füllt ihr 3/4 des Glases mit Öl. Nun füllt ihr Backpulver rein, allerdings nicht zu viel, weil wenn ihr zu viel reinmacht, dann funktioniert es nicht. Mit der Pipette 12 Tropfen in euer Glas rein. Je mehr Tropfen ihr reinmacht, desto mehr blubbert es natürlich. Es kann natürlich auch sein, wenn ihr ein zu kleines Glas genommen habt, dann dürft ihr natürlich auch nicht zu viele Tropfen nehmen. Und wenn ihr ein größeres Glas als wir genommen habt, dann müsst ihr natürlich auch mehr einfüllen. Und das Ganze vermischt ihr gut. Und dann solltest du schon anfangen. Es würde mich wirklich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Es ist auch komplett kostenlos. Ansonsten ist hier eine Playlist mit weiteren Videos, die zu dieser Art gehören. Und hier ist auch ein Video aufgelistet, was dir möglicherweise gefällt.